Was viele von euch nicht auf dem Radarschirm haben, ist, dass du für viele Länder auch eine Einreiseanmeldung brauchst. Also du denkst an PCR-Test, Genesenentest, die Einreiseanmeldung, wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst, an das denken die meisten. Aber dass du, wenn du beispielsweise in Länder wie nach Italien, nach Litauen oder sogar in die Türkei reisen willst, brauchst du auch für diese Länder eine Einreiseanmeldung. International heißen diese Formulare dann meistens Passenger Location Form, aber ohne die kannst du dann tatsächlich, wenn du fliegst, gar nicht einsteigen. Und dann wird es hektisch. Wenn dir das unten bei der Gepäckaufgabe passiert, dann ist es noch nicht so schlimm, weil dann hast du durchaus noch Zeit, das noch schnell auszufüllen. Passiert dir das oben aber beim Check-in und du bist einer der Letzten, die einsteigt, dann hast du ganz schlechte Karten, weil dann kommst du teilweise wirklich nicht mehr mit. Ob das Land, in das du fliegen willst, so ein Passenger Location Form verlangt, das findest du am besten über das Auswärtige Amt raus. Also google einfach Auswärtiges Amt und dann das jeweilige Land, in das du reisen willst. Hier blende ich da jetzt ein Beispiel mal ein, Italien oder auch die Türkei. Dort musst du diese Passenger Location Forms ausfüllen. In der Türkei dient dieses Formular, dort heißt es übrigens HES-Code, das ist also auch ein QR-Code, den brauchst du, wenn du in der Türkei im Moment in Restaurants gehen willst. Also ohne dieses Formular kannst du in der Türkei momentan gar nicht irgendwo zum Essen gehen. Also unbedingt auch daran denken, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Wenn du geimpft bist und in die Türkei willst, haben wir im Moment ein sensationelles Angebot. Du kannst eine Woche Rundreise Kappadokien in der Türkei im 4-Sterne-Hotel mit Frühstück gratis bekommen, wenn du geimpft bist, egal wo, wann oder dich jetzt auch erst impfen lässt. Also das limitierte Angebot ist im Moment verfügbar, kannst du hier oben dir ein Video anschauen und eine Woche Kappadokien, Türkei bei uns abstauben.